herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch so spät am Nachmittag noch den Weg hier in unser Trendlabor gefunden haben. Ich bin Jan Janssen und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Reise hinter die Kulissen, quasi ins Herzstück von Immobilien-Scout, ins Produktmanagement. Herr Wohlfahrt hat das heute Morgen ja schon angekündigt. Wir wollen den Blick ein bisschen weiter schweifen lassen auf die Trends, auf die Dinge, von denen wir der Meinung sind, dass sie in Zukunft unser und Ihr Geschäft beeinflussen werden. Lassen Sie mich am Anfang eine These aufstellen. Das Internet hat neu begonnen. Wir von Immobilien-Scout sind der Meinung, das Internet befindet sich gerade in einem Generationswechsel. Internet, the next generation. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Gibt es ein neues Internet? Nein, da kann ich Sie beruhigen. Morgen kommen Sie noch genauso ins Netz wie gestern. Keine Angst. Was sich verändert, das sind vielmehr die Inhalte und das Nutzungsverhalten. Aber was bedeutet das für Sie, für Ihr Geschäft? Einige werden sagen, ich mache mein Geschäft ja schon seit 10, 20 Jahren und es funktioniert genauso wie früher. Ich glaube, wir neigen alle dazu, dass wir Veränderungen, die schleichend passieren, nicht wirklich wahrnehmen und einfach als gegeben hinnehmen. Wenn Sie heute schon Kunde von Immobilien-Scout sind, dann ist das ein ganz gewohntes Bild für Sie. Das Exposé, wie wir es heute kennen, ein Objekt ist mit vielen hübschen Bildern beschrieben. 6 bis 8 Bilder sind heute Standard. Hier sieht man sogar ein Video zu dem Objekt und natürlich einen aufgearbeiteten Grundriss, den jeder lesen kann. Das ist alles nichts Neues, das kennen wir. Aber wie war das vor 10 Jahren zum Beispiel? Kann sich jemand daran erinnern? Wer vor 10 Jahren überhaupt schon im Internet Immobilien inseriert hat, hat wahrscheinlich noch sein Exposé per Post zu uns geschickt und wir haben das dann eingetippt und online verfügbar gemacht. Das war im Wesentlichen Text. Bilder gab es so gut wie keine. Videos gibt es eigentlich erst seit 2 Jahren. Und Grundrisse, klar, Grundrisse gibt es so lange, wie es Immobilien gibt, würde ich mal sagen. Aber das sind diese Architektenskizzen, die zumindest ein Nachfrager wirklich nicht verstehen kann. Wirklich professionell aufgearbeitete Grundrisse, die einfach verständlich sind, gibt es auch erst seit 1,5 Jahren. Das ist alles wirklich nichts Neues, aber das Entscheidende ist, diese Dinge haben sich erst in den letzten Jahren verändert. Und es ist heute zwar selbstverständlich, aber ständig verändert sich was. Das Spannende ist, was verändert sich jetzt im Augenblick? Wie verändert sich das Nutzungsverhalten im Internet? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für Sie und für Ihr Geschäft? Das sind die Fragen, mit denen wir uns im Produktmanagement täglich beschäftigen und über die ich mit Ihnen in den nächsten 40 Minuten diskutieren möchte. Ich habe Ihnen 3 große Trends mitgebracht, von denen wir der Meinung sind, dass die nachhaltig unsere Branche beeinflussen werden und würde gerne mit Ihnen als Experten aus der Praxis darüber diskutieren. Der erste Trend, lokale Informationen. Informationen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch da sage ich Ihnen nichts Neues. Im Internet wächst die Flut an Informationen täglich. Es gibt im Prinzip über alles etwas im Internet. Wir können uns ja mal ein Beispiel überlegen. Wir planen einen Wochenendausflug. Ich weiß, die meisten von Ihnen sind aus Berlin, aber dann wissen Sie ja auch, wie reizvoll ein Ausflug in die Hauptstadt ist. Sagen wir mal, wir planen einen Wochenendausflug nach Berlin. Der Flug ist gebucht. Jetzt geht es darum, was mache ich denn in Berlin? Wo wohne ich? Wo kriege ich was Leckeres zu essen? Was will ich mir eigentlich anschauen? Kein Problem, sagen Sie, steht ja alles im Internet. Also einfach mal zu Google und schnell geguckt. Wahnsinn. Hotel Berlin, 27 Millionen Einträge. Kino,
auch 20 Millionen. Museum, 15 Millionen Einträge, Millionen von Informationen sind da im Internet. Wer soll das alles lesen? Ja? Natürlich können Sie sich einzelne Seiten herauspicken und sagen, das ist das interessante Museum, in diesem Restaurant möchte ich gerne essen gehen. Das dauert aber schon eine ganze Menge Zeit. Und dann stellen Sie fest, wo liegt das denn eigentlich alles? Berlin ist ja nun auch nicht gerade klein. Und natürlich wollen Sie an Ihrem Wochenendausflug nicht den ganzen Tag mit U- und S-Bahn durch die Gegend fahren. Gerade die Berliner unter Ihnen wissen, dass das besonders in den letzten Wochen alles andere als ein Spaß ist. Wenn Sie also mit Ihrem Stadtplan losgehen und dann gucken, wo liegt das alles, was Sie hier Interessantes gefunden haben, dann sind Sie vermutlich ein weiteres Wochenende damit beschäftigt, Ihren Wochenendausflug zu planen. Aber zum Glück gibt es natürlich auch Karten im Internet. Auch das wissen wir bereits. Google Maps kennen die meisten von Ihnen. OpenStreetMap, das ist so eine frei verfügbare Variante, so ähnlich wie Wikipedia. Da laufen über 100.000 Freiwillige mit GPS-Geräten durch die Gegend und vermessen und kartografieren die Welt neu, um dieses Wissen dann frei verfügbar zu machen. Von Microsoft gibt es Karten, Bing, es gibt jede Menge Kartenanbieter. Und was all diese Karten gemeinsam haben, sie schaffen einen völlig neuen Zugang zu Informationen. Denn sie aggregieren diese Flut an Informationen und stellen sie mit Ortsbezug auf den Karten dar. Man spricht da auch von sogenannten Point of Interest. Der Name sagt es ja schon. Interest, alles was interessant ist. Es kann natürlich bei Ihnen was völlig anderes sein als bei Ihnen. Also im Prinzip geht es um alle Informationen. Und es geht eben um Points, also um Orte, um Informationen, die einen konkreten Ortsbezug haben. Diese Informationen werden auf den Karten völlig neu dargestellt. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel, Wochenendausflug. Bisschen was kennen Sie ja schon von Berlin, haben schon mal gehört, Museumsinsel. Klingt ja erstmal nach einem Ort, um den man sein Wochenende gestalten möchte. Also geben Sie bei Google Maps ein Museumsinsel Berlin. Sie sehen dieses Bild, relativ vertraut, eine Satellitenansicht, heutzutage schon Standard, mitten aus Berlin, die Museumsinsel, die einzelnen Museen sehen Sie schon als Marker markiert. Aber das ist natürlich längst nicht alles. Oben gibt es eine Schaltfläche Mehr und dahinter verbergen sich eben wesentlich mehr Informationen. Erstmal ziemlich erschlagend. Fotos, Videos, Artikel, Informationen zu Galerien und Museen. Alles sehen Sie hier mit örtlichem Bezug genau an der Stelle dargestellt, wo es sich befindet. Und das Besondere an diesen Informationen ist, sie sind alle von anderen Nutzern ins Internet gestellt worden. Es sind Informationen, die andere ins Internet gestellt haben und die auf dieser Karte aggregiert wurde. Das heißt, es erschließt sich Ihnen ein völlig neuer Zugang zu Informationen, denen Sie vorher gar nicht gerechnet haben. Das war jetzt ein Beispiel von einem privaten Wochenendausflug. Natürlich hat es auch geschäftliche Relevanz. Wer von Ihnen weiß zum Beispiel, was in der Andreasstraße 10 in Berlin los ist? Ja? Richtig, fragen wir mal Google. Google weiß das auch. In der Andreasstraße sitzt Immobilien-Scout. Überhaupt nichts Neues für Google. Google weiß sofort nach der Eingabe Andreasstraße 10 Berlin, hier sitzt Immobilien-Scout und spielt hier sogar noch die passende Werbung an. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das heißt, das Ganze funktioniert auch für Unternehmen. Sie können das ja mal mit Ihrer eigenen Adresse ausprobieren. An der Stelle habe ich eine gute Nachricht für all diejenigen von Ihnen, die mit unserem Homepage-Baukasten Ihre Homepage erstellt haben. 8.500 Ihrer Kollegen machen das bereits. Bei all denjenigen haben wir dafür gesorgt, dass Sie auf Google Maps mit Ihrer Firma verzeichnet werden. Ein Dank an der Stelle an unser Online-Marketing. Aber Google treibt diese Entwicklung jetzt noch ein ganzes Stück weiter. Kennen Sie dieses Auto? Nee, der hat nicht den letzten Blitzer an der letzten Ecke mitgenommen,
Das ist eine 360-Grad-Spezialkamera auf diesem Auto. Mit den Autos fährt Google schon seit geraumer Zeit durch Deutschland und nimmt alle Orte und Straßen auf. Die Daten werden sofort mit Geokoordinaten verknüpft und auf den Google-Servern abgelegt. Das Ganze gehört zu einem Projekt, dessen Namen Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, Google Street View. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ist aus Amerika, da gibt es den Service schon, in San Francisco die Market Street. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie können sich hier wirklich virtuell durch San Francisco bewegen. Sie können vorwärts und rückwärts gehen, in verschiedene Straßen einbiegen, nach links und rechts schauen und sogar Ihren Blickwinkel variieren. Das heißt, es ist wie durch die Straßen zu schlendern, die Häuser rechts und links anzuschauen und sogar in die Schaufenster zu gucken. In Amerika gibt es das, in Neuseeland ist das ganz am Anfang mit am Start gewesen. Inzwischen gibt es das in Europa auch schon, in Spanien, Italien, Frankreich, in Teilen der Schweiz. Und wir gehen davon aus, dass Google mit diesem Service noch Ende dieses Jahres auch in Deutschland live geht. Die hatten einige rechtliche Hürden da zu nehmen. Zum Beispiel müssen sie in der Lage sein, Personen- und Autokennzeichen aus diesen Bildern zu entfernen. Sie können sich vorstellen, dass da mancher auch in einer Situation aufgenommen wird, die ihm nicht so lieb ist, wenn die jeder im Internet sehen kann. Aber diese Hürden haben sie inzwischen genommen und werden voraussichtlich im vierten Quartal in Deutschland damit live gehen. Lassen Sie mich den ersten Trend, lokale Informationen, noch einmal zusammenfassen. Das Internet bietet wesentlich mehr lokale Informationen. Und diese Informationen werden auf den Kartenservices neu aggregiert und lokal dargestellt. Dadurch wird der Zugriff auf diese Informationen wesentlich leichter. Das passiert im Internet. Und was bedeutet das jetzt für Ihr Geschäft? Ganz klar, Ihre Kunden sind in Zukunft deutlich besser informiert als in der Vergangenheit. Jetzt ist die Frage, wie können Sie diesen Trend für sich nutzen? Und da haben Sie aus unserer Sicht einen riesengroßen Vorteil. Denn Sie sind die wirklichen lokalen Experten. Sie wissen Bescheid über die Nachbarschaft, das Quartier, in dem Sie Ihre Immobilien anbieten. Sie kennen die Infrastruktur, Sie kennen die Immobilien. Sie wissen am besten Bescheid über die Wertentwicklung. Nutzen Sie diesen Wissensvorsprung, nutzen Sie diese lokale Expertise. Das Internet belohnt dieses lokale Wissen auch noch. Zum Beispiel Google in seinem Ranking. Wenn Sie Webseiten haben, wo Sie viel Wissen preisgeben, dann werden Sie entsprechend im Google-Ranking höher gelistet. Nutzen Sie also Ihr Wissen offensiv, platzieren Sie sich damit im Internet und sorgen Sie dafür, dass Sie Ihren Kunden besser beraten, als das jeder andere kann. Wir haben ja vorhin dieses Bild mit der großen Karte gesehen. Eigentlich ist das ein Informationsdschungel, der sich da auftut. Nehmen Sie also Ihren Kunden bei der Hand und helfen Sie ihm dabei, wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden. Und dieses wird er Ihnen danken. Er wird Sie als lokalen Experten erkennen. Und natürlich seien Sie präsent. Seien Sie da präsent, wo der Kunde Sie sucht. Zum Beispiel auf Google Maps. All dies können Sie erreichen, indem Sie Ihre lokale Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen heute Morgen schon bei Professor Kippes gehört. Soziale Netzwerke spielen dabei eine ganz große Rolle. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Ich denke mal, Sie sind alle in verschiedenen Netzwerken fest verdrahtet. Sie spielen vielleicht Tennis oder Golf, sind in einem anderen Sportverein. Und vielleicht sind Sie auch politisch oder sozial engagiert. Sie nutzen mit Sicherheit heute schon Netzwerke, um neue Kontakte zu knüpfen, die Kontakte zu pflegen, sich auf dem Laufenden zu halten, aber natürlich auch, um Geschäfte anzubahnen und Geschäfte abzuschließen. Der zweite Trend, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, der überträgt dieses Thema ins Internet. Soziale Netzwerke
im Internet. Sie werden auch die Schlagworte Social Web oder Social Communities hören. Das ist eigentlich alles das Gleiche. Ich möchte Ihnen an der Stelle eine Zahl an die Hand geben. 3,7 Millionen. 3,7 Millionen Deutsche nutzen heute die Plattform Facebook. Facebook ist mit über 250 Millionen Mitgliedern weltweit die größte soziale Community. In Deutschland hat sich Facebook in den letzten 12 Monaten verdreifacht und ist damit auch in Deutschland jetzt die Nummer 1, hat damit die bisherige Nummer 1, das Netzwerk Wer kennt wen, aus dem Hause RTL, vom Thron gestoßen. Und diese Entwicklung geht rasant schnell so weiter. Diese 3,7 Millionen Menschen, die sind nicht nur bei Facebook angemeldet und können gezählt werden. Nein, die verbringen da auch wirklich ihre Zeit. Nach neuesten Untersuchungen von Nielsen Netrating verbringt ein User bei Facebook im Durchschnitt 2 Stunden pro Monat. Das ist extrem viel. Wenn wir das zum Beispiel vergleichen mit Xing. Xing kennen vermutlich die meisten von Ihnen, ehemals unter OpenBC bekannt, ein Business-Netzwerk. Funktioniert eigentlich so ähnlich, wird aber im Wesentlichen genutzt, um sich geschäftlich zu präsentieren. Xing hat nur die Hälfte der Nutzer und vor allen Dingen verbringen die Nutzer dort nur 20 Minuten im Monat. Ja? Das ist also nur ein Sechstel der Zeit, den die Facebook-Nutzer auf Facebook verbringen. Unsere Empfehlung an Sie ist daher, seien Sie bei den großen und entscheidenden Netzwerken dabei. Legen Sie sich da ein Profil an und machen Sie da mit. Jetzt werden einige fragen, ja, guter Tipp, aber wie geht das eigentlich? Wie mache ich das im Internet? Wie baue ich mir im Internet jetzt ein soziales Netzwerk auf, was ich sonst nur aus meinem Sportverein kenne? Das Gute ist, das ist ziemlich einfach. Sie müssen sich einfach nur auf der entsprechenden Seite ein Profil anlegen. Das funktioniert genauso wie bei Xing, wenn Sie das schon kennen. Sie registrieren sich, geben in gewissem Rahmen Informationen von sich preis. Wenn Sie das zum ersten Mal machen, sollten Sie sich gut überlegen, welche Informationen möchte ich hier preisgeben, denn immerhin kann das die ganzen Internetnutzer sehen. Vielleicht fangen Sie mit Ihren geschäftlichen Informationen an. Dann können Sie einfach auf Ihr bestehendes, reelles Netzwerk zurückgreifen. Sie fangen an, Menschen zu kontaktieren, die Sie heute schon kennen, mit denen Sie heute schon Kontakte pflegen, gucken, sind die auch dabei und kontaktieren Sie. Diese Plattformen sind da auch ziemlich intelligent, die empfehlen einem Leute, die man auch kennen könnte, zum Beispiel, wenn man gemeinsame Bekannte hat oder wenn man gemeinsame Interessen hat oder zur gleichen Schule gegangen ist oder auf die gleiche Universität. So werden Ihnen sogar Leute vorgeschlagen, die Sie eigentlich schon kennen, von denen Sie aber längst vergessen haben, dass Sie sie kennen. Und dann werden diese Kontakte den Kontakt bestätigen. Und das Spannende ist, in dem Moment haben Sie Zugriff auf das gesamte soziale Netzwerk Ihrer Kontakte. Und das macht diese Form im Internet so spannend, dieser Schneeballeffekt. Sobald ein Kontakt zugesagt hat, sind Sie bekannt und Sie sehen, welche Menschen kennt der sonst noch. Und natürlich ist es viel einfacher, mit diesen Menschen jetzt auch in Kontakt zu kommen, weil sie ja schon den gemeinsamen Anknüpfpunkt haben, nämlich den gemeinsamen Bekannten. Sie können sich vorstellen, das funktioniert wesentlich effektiver als ihr in Ihrem Tennisclub mit 20 Mitgliedern. Das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, das funktioniert natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen. Ich habe Ihnen hier mal einen Ausschnitt aus unserem Unternehmensauftritt von ImmobilienScout bei Facebook mitgebracht. Wir nutzen die Plattform und diese Form, uns zu präsentieren, um unsere Marke bekannter zu machen, unsere Marke zu positionieren, aber auch um unseren Kunden Neuigkeiten mitzuteilen, ihnen zu erzählen, was gibt es von ImmobilienScout Neues. Wir sind da noch ziemlich am Anfang, aber das ist ein erster Schritt. Aber unabhängig davon, dass wir uns hier präsentieren,
machen wir uns natürlich vor allen Dingen Gedanken, wie kann man diese Plattformen denn für die Vermarktung von Immobilien nutzen? Und auch da sind wir jetzt einen ersten Schritt gegangen. Wir haben in das Exposé die Funktion Facebook Share eingebaut. Facebook Share, werden Sie jetzt sagen, was ist das schon wieder? Vermutlich kennen Sie die klassische Funktion Weiterleiten. Mit Weiterleiten können Sie ein interessantes Objekt, was Sie als Nachfrager gefunden haben oder auch Sie als Anbieter, wenn Sie einem Nachfrager etwas empfehlen wollen, können Sie mit Weiterleiten eine E-Mail versenden an einen Freund oder Bekannten und ihm damit einen Link zu dem entsprechenden Exposé schicken. Facebook Share macht etwas sehr Ähnliches, aber wesentlich effizienter. Sie müssen einfach nur hier auf diesen Facebook Share-Button klicken und schon bekommen Sie die Information angezeigt, die Sie mitteilen wollen und haben die Möglichkeit, das zu kommentieren. Hier sagt der Dr. Rama, das ist ein wunderschönes Haus, was ich gerade beim Immobilien-Scout gefunden habe. Nun klickt er nur noch auf Teilen und in dem Moment steht diese Information seinem gesamten Netzwerk zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, wie viele Bekannte er bei Facebook hat, bestimmt 200. Alle diese Menschen sehen jetzt, der Dr. Rama hat dieses wunderschöne Haus bei Immobilien-Scout gefunden. Das passiert wirklich in Echtzeit. Wenn die sich auf Facebook anmelden, dann sehen die in dem sogenannten Stream, was all ihre Bekannten gemacht haben. Und die haben jetzt die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Vielleicht suchen sie selber gerade nach einer Immobilie oder sie haben eine Meinung zu diesem Objekt oder der Wohngegend und können den Eintrag kommentieren, indem sie selber was dazu schreiben oder einfach nur Daumen hoch sagen, das gefällt mir, dass der Dr. Rama hier so ein schönes Haus gefunden hat. Und sobald jemand hier drauf reagiert, geht das natürlich wie ein Schneeball weiter, weil auch sein Netzwerk wieder Bescheid darüber weiß, dass sich hier jemand mit der Immobilie beschäftigt. Damit geht man eigentlich den ersten Schritt in ein sogenanntes Empfehlungsmarketing. Wer da vorhin in dem Vortrag von dem Dr. Kippes war, der hat es gehört, wie wichtig das ist. Hier wird auf viele Tausende von Kontakte zugegriffen und dadurch, dass wirklich die Suchenden und die Nutzer Immobilien weiterempfehlen und sich darüber austauschen und ihre Meinung dazu abgeben, bekommt es eine Authentizität, die man sonst nicht erreichen kann. Und vor allen Dingen eine enorme Reichweite. Damit ist im Prinzip über Nacht eine völlig neue Distributionsform im Internet entstanden. Man spricht in dem Zusammenhang auch von Social Distribution. Das ist genau dieser Schneeballeffekt, den ich eben erklärt habe. Lassen Sie mich vielleicht die Vorteile von diesem Thema soziale Netzwerke noch mal kurz zusammenfassen. Mit sozialen Netzwerken im Internet können Sie zunächst mal enorm viel Zeit sparen. Sie wissen in Ihren bisherigen Netzwerken, wie zeitaufwendig das ist, die Kontakte zu pflegen. Hier können Sie mit wenigen Mausklicks oder kurzen Sätzen Ihr gesamtes Netzwerk auf dem Laufenden halten, können Kontakte pflegen. Ich habe Ihnen erklärt, dass Sie wesentlich einfacher mit neuen Kontakten anknüpfen können. Dadurch vergrößern Sie natürlich enorm Ihre Präsenz. Und zusätzlich bekommen Sie eben einen kostenlosen Vermarktungskanal, nämlich diese Form des Empfehlungsmarketing quasi gratis dazu. Unsere Empfehlung daher an dieser Stelle an Sie, machen Sie damit, machen Sie sich mit Online-Netzwerken heute vertraut, denn Ihre Zukunft, Ihre Kundschaft von morgen ist bereits dort. Und damit meine ich nicht von übermorgen, also nicht Schüler und Studenten, die sich da nur rumtreiben. Die Zahl, die ich vorhin genannt habe, 3,7 Millionen, das sind ja ungefähr 5% der Deutschen, die heute schon bei Facebook sind. Wenn man das mal auf die sehr interessante Zielgruppe der 26- bis 40-Jährigen runterbricht, dann sind es schon deutlich über 10%, Tendenz stark steigend. Also schauen Sie sich das mal an, Ihre Kundschaft von morgen ist bereits da.
Jetzt habe ich Ihnen was über lokale Informationen erzählt. Ich habe Ihnen was darüber über soziale Netzwerke erzählt. Die beiden Dinge werden gerade durch das Internet revolutioniert. Aber das steht und fällt natürlich mit der Verfügbarkeit des Internet. Und da, an der Stelle, kommt der dritte und vermutlich wichtigste Trend zu tragen. Herr Wohlfahrt hat ihn vorhin angekündigt, der Dr. Enderle in seiner Keynote, das mobile Internet. Der Kollege Herr Neugebauer hat vorhin schon einen eigenen Vortrag zu dem Thema gehalten, Makler der Zukunft, mobile Immobilienvermarktung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den gesehen hat, aber ich möchte den Trend an der Stelle auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Warum ist dieser Trend so besonders wichtig? Vielleicht können wir das mal kurz zusammen erarbeiten. Ich bitte mal um Handzeichen, wer von Ihnen hat ein Mobiltelefon? Sehr erstaunlich, jeder. Vielleicht habe ich hier den einen oder anderen Exoten übersehen. In Deutschland gibt es 106 Millionen Mobilfunkverträge. Das sind mehr, als es Einwohner gibt. Also statistisch hat jeder fünfte von Ihnen schon zwei Handys in der Tasche. Und sofern die Geräte nicht älter als 2 Jahre sind, was ja selten der Fall ist, weil man immer die mit Vertragswechsel wieder austauscht, sind die technisch eigentlich alle in der Lage, mobil auf das Internet zuzugreifen. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Wer von Ihnen macht das heute schon? Wer von Ihnen nutzt sein Handy heute schon, um mobil aufs Internet zuzugreifen? Na, ist schon deutlich weniger. Vielleicht so 5-10%, würde ich sagen. Vor 2 Jahren wären das vermutlich noch deutlich weniger gewesen. Heute ist es so, dass tatsächlich 10% der deutschen Handynutzer schon ihr Handy nutzen, um aufs Internet zuzugreifen. 10%, das ist eine Zahl, das war in den USA Anfang 2008, haben 10% der Amerikaner mobil das Internet genutzt. Anfang 2009 hat sich die Zahl schon verdoppelt, sodass 20% der amerikanischen Handynutzer auch mobile Funktionen nutzen. In Deutschland ist die Entwicklung wie immer ein bisschen langsamer, aber wir folgen auf jeden Fall dem amerikanischen Trend. Und was hat diese Entwicklung in Gang gesetzt? Ich meine, mobiles Internet, ich glaube, das wurde schon mal zu den Zeiten, als die UMTS-Lizenzen versteigert wurden, so hoch gelobt, dass es jetzt kommt. Aber jetzt sehen wir, es kommt wirklich. Was hat es in Gang gesetzt? Na klar, das iPhone von Apple. Apple hat dieses Gerät vor 2 Jahren auf den Markt gebracht und seitdem über 40 Millionen von den Telefonen verkauft. Damit haben sie in kürzester Zeit einen Marktanteil von 14% gewinnen können. Was macht dieses kleine Gerät so erfolgreich? Das sind im Wesentlichen die Applikationen. Applikationen, das sind so kleine Programme. Im Prinzip hinter jedem dieser bunten Knöpfe verbirgt sich so eine Applikation. Ein ganz kleines Programm, was für einen ganz abgesteckten Anwendungsfall geschrieben wurde. Diese Programme lösen also nur eine bestimmte Aufgabe und greifen dabei auf das Internet zu, ohne dass ich als Nutzer das wirklich merke. Ich muss nicht in einen Browser gehen und eine Webseite aufrufen, irgendwas tun. Ich brauche nur diese Applikation zu bedienen und die erfüllt genau meine Zwecke. Vielleicht können Sie das sich jetzt an der Stelle nicht so genau vorstellen, deswegen habe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel von so einer Applikation mitgebracht. Vielleicht noch 2 Zahlen dazu. Es wurden bis heute 65.000 solcher kleinen Programme geschrieben, die insgesamt 1,5 Milliarden Mal runtergeladen wurden. Es gibt so grobe Schätzungen, dass man sagt, dass damit ungefähr 200 Millionen US-Dollar pro Monat umgesetzt werden. Also mal ein Beispiel, was ich mitgebracht habe. Around Me. Around Me nutzt noch eine weitere technische Errungenschaft, die eigentlich die neue Gerätegeneration mitbringt, nämlich GPS. Mit GPS können Sie genau Ihre Position bestimmen. Und damit arbeitet auch Around Me. Around Me bringt lokale Informationen
die sich um sie herum befinden, auf einer Karte. Sie können damit Fragen beantworten wie: Wo ist der nächste Geldautomat, die nächste Tankstelle? Wo ist das nächste chinesische Restaurant? All diese Fragen beantwortet Ihnen Around Me auf Knopfdruck. Sie erinnern sich an den ersten Trend: lokale Informationen. Durch das mobile Internet sind diese Informationen jetzt jederzeit und an jedem Ort verfügbar. Okay, was bedeutet das jetzt aber für die Immobilienbranche? Was haben wir damit zu tun? Da gucken wir nochmal wieder über den großen Teich nach Amerika. Da gibt es schon über 100 solcher Anwendungen, die sich mit dem Thema Immobilien beschäftigen. Davon habe ich auch mal zwei mitgebracht, um sie Ihnen kurz vorzustellen. Die erste ist von Trulia. Trulia ist eines der größten Internetportale in den USA. Die haben eine Anwendung rausgebracht, die hat schon 200.000 Downloads, das heißt 200.000 Leute haben das auf ihrem Handy installiert. Und die machen eigentlich nicht viel mehr damit, als dass sie einfach die normale Immobiliensuche aufs Handy bringen. Allerdings picken sie sich dabei ein amerikanisches Spezialthema heraus. Es nennt sich Open Houses. Das gibt es bei uns in der Form selten oder gar nicht. Mit Open Houses ist gemeint, dass es ganz üblich ist, dass zum Beispiel sonntags Besichtigungstermin ist. Da wird ein Flock in den Garten gerammt und gesagt, heute kann jeder vorbeikommen. Und da ist auch den ganzen Tag dann Open House. Und genau diese Informationen bringt Trulia mit seiner Anwendung auf die Karte. Sie können durch die Gegend fahren und sagen, wo kann ich mir denn im Augenblick etwas besichtigen? Und es wird dann hier auf diesen Pins angezeigt. Das ist denn kein Wunder, dass natürlich ausgerechnet sonntags die Benutzungszahlen in die Höhe schnellen und dass eben auch diese Teilfunktion, was gibt es hier in der Nähe, besonders genutzt wird. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel, wie ein kleiner Anwendungsfall kreativ in so einer Applikation umgesetzt wird. Das zweite Beispiel, das ich dabei habe, ist von Zillow. Zillow ist die zweite große Plattform in Amerika. Das ist von den Downloadzahlen eigentlich noch deutlich erfolgreicher. Die sind im April an den Start gegangen und in den ersten 2 Tagen wurden 25.000 Installationen davon gemacht. Inzwischen sind es 750.000 steigend. Was macht Zillow mit seiner Anwendung? Zillow spielt meines Erachtens mit einer sehr menschlichen Neigung, nämlich dem Thema Neugierde. Weil bei Zillow kann man sich für jedes Haus einen Wert anzeigen lassen. Und zwar für jedes Haus, ganz egal, ob sich das gerade in der Vermarktung befindet oder nicht. Ich fahre durch die Gegend und sehe für jedes Haus einen Wert. Da nutzt Zillow natürlich zwei Dinge. Zum einen seine eigene große Datenbasis, zum anderen das Spezialthema in Amerika, dass es eine zentrale Datenbank gibt, wo all diese Informationen mit abgelegt sind. Daraus macht Zillow einen sogenannten Zestimate, ein Zillow Estimate, also eine Zillow-eigene Schätzung. Das ist ein grober Wert, aber das ist das, was die Leute interessiert. Die wollen gucken, was kostet eigentlich das Haus von meinem Nachbarn oder von meinem Chef. Die gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Da gibt es auch die Funktion Make Me Move. Damit kann ich sogar Angebote abgeben auf Immobilien, die gar nicht auf dem Markt sind. Einfach, ich sage, ja, dein Haus würde ich kaufen für 500.000. Vielleicht löse ich bei dem bisherigen Besitzer, der gar nicht an Umzug gedacht hat, dadurch Verkaufswunsch aus. Ich denke, das ist eher eine spielerische Anwendung, aber vielleicht ist sie auch gerade deshalb so erfolgreich. Jetzt gucke ich so in Ihre Gesichter und denke, die meisten denken, schön und gut, das ist Amerika, aber sowas wird es in Deutschland niemals geben. Können wir uns da so sicher sein? An der Stelle wird das Bild in der Glaskugel natürlich ein bisschen verschwommener. Auch wir können nicht mit Sicherheit sagen, was es in der Zukunft geben wird. Aber klar ist, dass Dinge passieren, denen eigentlich keiner rechnet. Informationen werden auf einmal zugänglich. Wer von uns hätte zum Beispiel gedacht, dass Vorstandsgehälter, Politikergehälter auf einmal öffentlich einsehbar sind?
Ich nicht. Wer hätte gedacht, dass sowas wie der ehrwürdige Brockhaus von einer Enzyklopädie namens Wikipedia, die eigentlich von Laien geschrieben ist, einmal vom Markt verdrängt wird? Der Brockhaus wird heute nicht mehr gedruckt. Es passieren also Dinge, mit denen wir nicht immer im Vorfeld rechnen. Unser Credo ist, wir alle zusammen müssen offen für die Zukunft sein. Wenn man sich die Mobilfunkbranche ansieht, dann hat man ein gutes Beispiel dafür, wenn man nicht offen ist, wenn man Trends verschläft. Die Mobilfunkbranche hat dieses ganze Thema Download von Musik und die neuen Bandbreiten im Internet völlig verpennt und hat jetzt ein massives Problem damit. Ich habe Ihnen heute drei Trends vorgestellt. Lokale Informationen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Soziale Netzwerke sind jetzt auch online verfügbar. Und das Internet wird mobil und ist immer und überall verfügbar. Das sind die drei Trends, an die wir glauben. Und ich möchte Ihnen heute mitgeben, nutzen Sie die Chancen, die sich daraus für Sie ergeben. Positionieren Sie sich als lokaler Experte. Sie haben das Wissen, gehen Sie damit aktiv ins Netz, werden Sie da gefunden, wo Sie gesucht werden. Wir helfen Ihnen zum Beispiel durch die Positionierung auf Google Maps. Präsentieren Sie sich im Social Web. Bauen Sie Ihre sozialen Netzwerke auch im Internet auf und nutzen Sie die neuen Vermarktungsformen, die sich daraus ergeben. Wir helfen Ihnen dabei, zum Beispiel das Thema Empfehlungsmarketing richtig umzusetzen. Und nicht zuletzt, denken Sie kreativ über das mobile Internet nach und was sich daraus für Anwendungsfälle ergeben. Wir sind jetzt gerade aktuell dabei, eine mobile Suche auf dem iPhone zu launchen, damit Ihre Kunden Ihre Objekte noch einfacher und schneller finden. Aber das ist nur ein erster Schritt. Wir sind da ganz offen für weitere Schritte, die kommen und möchten dazu auch gerne mit Ihnen in die Diskussion gehen. Ich möchte Sie daher einladen, gerne noch draußen am Stand mit mir und meinen Kollegen oder auch über dieses Forum hinaus mit uns darüber zu diskutieren, wie wir gemeinsam diese Dinge nutzen können, sodass Sie daraus Erfolg ziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.